Na dann, Abflug! So, bremsen. Da vorne ist es schon. So, einmal hier landen. Perfekt. So, gehen wir nach Neue Stadt. Okay, diese Monster wollen uns noch dabei abhalten. Sehr schön. Und rein in Neue Stadt. Das sieht aber auch sehr schön aus mit den Lichtern. Aber gut, ich will in die Arena. So. Oh, sagt ihr irgendwas Neues? Hey, halt! Was für eine Art Person geht zu der Arena an so eine Zeit? Wie gewöhnlich stehe ich hier einfach nur rum und mache gar nichts. Okay. Ja, ich will hier in der Arena, weil ich jetzt auch was machen kann, falls es geht. Ja. Hey, willkommen. Oh, hallo. Wie schlägt sich Chelseas Spiel? Das ist ein riesiger Erfolg. Ich würde sagen, dass es Leute gibt, die gerne die Kämpfe beobachten wollen und dieses Spiel spielen wollen. Weil es so ein Erfolg war, haben wir uns entschieden, ein neues Spiel zu starten. Wirklich? Bitte lass es mich schnell spielen. Alles klar. Wie gewöhnlich. Schalter an. Okay. Seine Majestät, die Trommel seiner Majestät. Jetzt spielen wir eine Art, man kann sagen Taiko no Tatsujin in Tales of Destiny Klon. Muss nur gerade gucken, wie die Steuerung hier ist. Was das ist, weiß ich. Ich kann es trotzdem mal machen. Die Trommel seiner Majestät ist ein Rhythmusspiel, wo du die Trommel im Rhythmus zu der Musik spielen musst. Zuallererst wähle ein Lied aus, dann... Zuallererst wähle Liedauswahl aus, dann wähle ein Lied aus, das du spielen willst. Während eines Liedes werden dreifarbige Linsen von rechts nach links sich begeben. Die Linsen werden beim blauen Kreis auf der rechten Seite des Bildes auftauchen. Wenn es mit dem grauen Kreis überlappt, drücke den richtigen Knopf. Wenn dein Timing richtig ist, wird sich die Leiste auf der oberen rechten Ecke füllen. Wenn dein Timing falsch liegt, wird die Linse verschollen. Oder ist die Linse verschollen? Okay. Steuerung. Rote Linse Don. Links oder Kreis. Blue Linse K. L1 oder R1. Okay, also die beiden. Don K. Okay, okay, ich versuche mal mit Kreis und R1. Also rot ist tatsächlich auch ein roter Knopf. Das kann man sich merken. Und blau ist dann das. Okay, das kriegen wir hin. Große rote Linsen, Kreis und links gleichzeitig, große blaue Linsen, L und R1 gleichzeitig. Ach du Scheiße. Das ist schon eine Steuerung für Fortgeschrittene. Gelbe Linsen, drücke beides K und Don wiederholend. Okay. Du kannst Select drücken während eines Liedes, um zum Hauptmenü zurückzukehren. Gott, was für eine aufwendige Tutorial-Sache. Dann versuchen wir mal eine Liederauswahl. Zuallererst sind nur zwei Lieder verfügbar. Mehr werden verfügbar, wenn du verfügbare Lieder schaffst. Okay. Lieder, die du geschafft hast, werden mit einem Stern markiert. Okay, zurück. Ah, okay. Dann wollen wir jetzt spielen. Okay, es gibt Step Up, Doki Doki Chelsea. Machen wir erstmal Step Up. Gucken wir erstmal, wie ich mich schlage.
Das war's? Yoshi. Gut. この調子で行くぞ. Das war das erste Lied. Okay, aber ich habe es nicht geschafft. Okay. Modus wählen. Machen wir mal normal. Ich will ein bisschen Herausforderung haben. So, ich versuche es nochmal. Also die Leiste zu füllen ist nicht ganz so einfach, wie es aussieht. Okay, das ist echt nicht so einfach. Gut, dann versuche ich mal das andere. Doki Doki Chelsea. Okay, das habe ich auch verkackt. Eieiei. Gut, ich werde aber hier nochmal ein bisschen probieren, dass ich noch die anderen beiden Lieder freigeschaltet kriege. Weil da bin ich schon neugierig, wenn ich ehrlich bin. Ich werde es nochmal auf einfach stellen. So. Versuche ich es nochmal. Oh, viel fehlt er nicht. Ich muss also echt alles schaffen, oder? Oh, seine Majestät ist erleuchtet. Heißt, ich hab's geschafft? Jopp, ich habe einen Stern. Oh Gott, da muss man ja wirklich nahezu jede Note treffen. Okay. Boah, fast gefüllt? Wow. Na komm, das reicht. Du bist doch zufrieden. Jo, seine Majestät, das ist erleuchtet.
Kriege ich jetzt neue Lieder? Komm, was kriegen wir diesmal? Oh, Löwe. Ironie des Schicksals kriegen wir jetzt. Oha. Also Leons Theme. Wahrscheinlich. Wow, also wenn das nicht reicht, dann weiß ich es auch nicht. Es waren zwar viele Fehler bei, aber ja, seine Majestät ist erleuchtet im ersten Versuch, sehr schön. Okay, was haben wir als letztes Lied? Wie ein Traum. Okay, da bin ich gespannt, was das für ein Lied ist. Das ist das Intro, Sinas. Und seine Majestät ist erleichtert. Wuhu. Und willkommen zurück, Sapsi. Ja, Karaoke in Trommelmodus. Das ist quasi eine Anspielung an Taiko no Tatsujin, was auch von Bandai Namco ist. Finde ich cool, dass sie sowas hier auch als Minispiel eingebaut haben. Ja, das waren leider alle Lieder, die man hier spielen kann. Ist eigentlich schade. Aber jetzt, just for fun, machen wir jetzt mal den schweren Modus. Weil das will ich auch gerne noch einmal sehen. So, dann nehmen wir nochmal Like a Dream, also das Intro-Lied. In schwer. Ich werde wahrscheinlich gleich direkt scheitern, aber egal. Maka seru! Maka seru! Maka seru! Maka seru!
Okay, das war zumindest mein Versuch auf schwer. Ah, das reicht aber jetzt auch. Ist wirklich ein witziges Minispiel, wie ich finde. Definitiv. Ja. Gut. Danke für die Trommeln seiner Majestät. Das war cool. Das war sehr interessant. Dankeschön. Der Trommeleinweiser war Fate Morio, weißt du? Und Darsen kam mit dem Maskottchen daher. Von hier an bitte genießt beide seltsamer Schuss und die Trommeln eurer Majestät. Und wir bekommen den Titel Stardom. Johnny Beats haben wir auch als Titel. Ah, geil. Statt Punkte hätten ja Mimics erscheinen können. Nee, dafür hat es nicht gereicht, Sapsi. Dafür waren die Kosten wahrscheinlich zu hoch. Wobei, dann hättest du immer getroffen. Genau, nieder mit den Mimics, nieder mit den Mimics. Ah, sehr cool. Gut, dann haben wir das in Neustadt auf jeden Fall auch erledigt. Ich finde schade, dass das mit dem Quiz gerade nicht klappt. Aber das hätte ich auch gerne gemacht. Aber es scheint hier wohl doch komplexer zu sein, das zu kriegen. Okay, wo begebe ich mich jetzt hin? Ich glaube, dann können wir erstmal das Labor machen. Wo war es jetzt nochmal? Das war in der Nähe von dort, ne? Gut, dann Abflug. Oh, nein, nicht landen. Falscher Knopf. Verdrückt. Und ich wollte nicht nach Neustadt. Ich wollte wegfliegen. Da ist er. So. Na dann, Abflug! Mit Höchstgeschwindigkeit! Halt! So, da haben wir es schon. Ja, das ist sogar das Loch, was ich schon einmal gesehen habe, wo wir rein können. Vorräte habe ich ja aufgestockt soweit. Na, dann würde ich sagen, wie lande ich hier? Ah, okay, jetzt kann ich landen. Na dann, nix wie rein in das Labor. Du hättest genug Mimics gezüchtet, Retro, okay. Das ist also das Sordian R&D Labor. Ich bin überrascht, dass es immer noch intakt ist, obwohl es einen direkten Treffer vom Belkrant erhalten hat. Wir wissen nicht, wie es innen drinnen aussieht, also vernachlässigt euch nicht eure Entdeckung. Ziel: innerste Tiefe. Das Sordian-Erweiterungsgerät ist innerhalb in den Tiefen dieses Labors. Okay, jetzt stellt sich mir nur die Frage: Wie komme ich hier rüber? Ah, ich glaube, ich weiß wie. Oha, nicht diese Scheißgurken. Auf die habe ich ja gerade so gar keine Lust. Na kommt. Wobei, wie stark seid ihr? Ja gut, HP-mäßig geht's eigentlich noch, ne? Aua, aua, aua. Das Ding haut richtig gut zu. Tja, das war's.